Jetzt wird's laut, bunt und gestenreich. Versprochen. Mein Kollege Marc Hofmann, der hat sich für Sie in Hannover unter die Gilde der Luftgitarristen gemischt. Mit erstaunlichen Bildern. Ich muss sagen, ich habe echt Respekt vor Leuten, die ein Instrument spielen können. Ich persönlich bin wirklich völlig unmusikalisch. Das Einzige, was ich vielleicht spielen könnte, wäre Rassel oder Luftgitarre, würde ich vielleicht gerade noch hinkriegen. Aber es gibt wirklich Leute, die professionell Luftgitarre spielen. Also die tun nur so, als ob, und treten da sogar bei Meisterschaften an. Und ich treffe heute einige der besten Luftgitarrenspieler Deutschlands. Aber bevor ich die treffe, würde ich sagen, spiele ich mich lieber noch ein bisschen warm. Los geht's! Die Luftgitarre, eine ungewöhnliche Leidenschaft. Bevor es zu den Profis geht, schaue ich mal, ob ich nicht in der Innenstadt schon einige Luftgitarrenspieler treffe. Würdest du für uns einmal Luftgitarre spielen? Ja! Okay, dann machen deine Freunde alle mit. Ich zähle 3, 2, 1 und dann rastet ihr komplett aus, ja? Okay. 3, 2 und bitte. So, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt wird es nämlich professionell. Ich stehe hier vorm Kulturzentrum Faust in Hannover und hier findet gleich die erste niedersächsische Meisterschaft im Luftgitarrespielen statt. Und ich treffe einige der allerbesten der Szene und ich bin ziemlich gespannt, was da auf mich zukommt. Vom Warmspielen bis zum Schminken drin laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, denn gleich ist Showtime. Jannis Kafka sitzt heute in der Jury und er erklärt mir, worum es eigentlich geht beim Luftgitarrespielen. Also es gibt grundsätzlich drei Bewertungskriterien. Das wäre zum einen die technische Präzision. Das heißt, wenn ich ein Gitarrenstück höre, sehe ich auch wirklich das, was ich höre. Ja, das ist sehr schwierig, das muss man übereinbringen. Das zweite wäre die Bühnenpräsenz. Das erklärt sich eigentlich ziemlich von selbst. Also wie kommt jemand rüber auf der Bühne? Ist es eine starke Performance an sich? Und das wichtigste Kriterium ist die sogenannte Ernest. Das ist so ein bisschen Gitarre spielen, aber auch darüber hinaus. Also macht er die Luftgitarre zu einer eigenen Kunstform? Macht er mit der Gitarre, hebt er sie hinter den Kopf oder spielt er sie mit dem Knie, aber wir erkennen trotzdem noch, es ist eine Gitarre. Also das kleine bisschen Magie, was eben darüber hinausgeht. Also es ist so eine Mix aus Posen und Pantomime. Um diese Alliteration zu verwenden, könnte man so sagen. Aber es ist auch ernst zu nehmen, also es ist schon nicht einfach. Eine Menge Mut und Selbstvertrauen gehört auch dazu und ein kleiner Schluck vor der Show schadet dann nichts. Das weiß auch Jan Fischer. Er war schon unter den Top 3 der deutschen Luftgitarrenspieler. Und ein bisschen Rampensau muss man schon sein, sagt er. Ja, da würde ich sagen, zeig doch mal was. Mich interessiert das. Was sind die grundlegenden, was muss ich können, um ein guter also Luftgitarrenspieler zu werden? Was immer sehr beeindruckend ist natürlich ja. die Windmill. Das heißt, die Hand so? So, ne, hier halten, ja. Mit der anschlagen und... So, ja? Ja, auch nicht größer. Okay. Oder natürlich immer wieder beliebt. Das ist beliebt, die Windmill. Die Windmill, ja. Immer wieder beliebt, auch die Gitarre nehmen, hinterm Kopf spielen. Ja, aber so wie du das jetzt gemacht hast, hast du die Gitarre am Kopf geschlagen. Das heißt, was musst du machen? Musst du ordentlich drüber heben. Achso, das muss schon pantomimisch aufstehen. Die muss ja da sein. Ja. Okay, das heißt von hier... Hebe ich sie rüber, dann spiele ich hinterm Kopf. Gut. Na gut, ich überlasse es dann doch lieber den Profis. Bis spät in die Nacht wird hier gespielt, bis der Beste Niedersachsens gefunden ist. Die Luftgitarre, ein komisches Instrument und so völlig aus der Luft gegriffen. I saw a spaceship.